Ja, hallo, schön, dass ihr hier zuschaut oder zuhört. Wir sind eine Arbeitsgruppe von dem Landesverband Psychiatrieerfahrene. Die Arbeitsgruppe beschäftigt sich hier mit Zwangsmaßnahmen in der Psychiatrie. Wir sind die AG gegen Zwang und Gewalt, haben uns als Arbeitsgruppe letztes Jahr gegründet und arbeiten momentan hier an einer Gesetzesnovelle für das psychisch Krankenhilfegesetz, aber uns geht es auch ganz allgemein darum, wie es in den Psychiatrien aussieht, was da unbedingt verbessert werden muss, wie da mit uns umgegangen wird. Wir selbst sind ja auch alle Psychiatrieerfahrenen und haben da auch eigene Erfahrungen mit der Psychiatrie gemacht und sind der Meinung, dass es kann man alles viel besser machen. Und was uns besonders stört, ist also, wenn man von Profiseite, also von den Ärzten und von den Pflegern, gezwungen wird oder überrumpelt wird, gedrängt wird oder Zwangsmaßnahmen eingesetzt werden oder auch Nötigung ist ein großes Thema. Da brauchen wir einen anderen Umgang. Es geht auch darum, wie im Vorfeld eine Psychiatrieaufnahme mit uns umgegangen wird, wo wir im Vorfeld einer Krise Hilfe bekommen. Das ist in Bayern gibt es einen Krisendienst, in Berlin gibt es auch einen Krisendienst und hier in Hessen stehen wir da meilenweit noch hinten dran. Und wenn es hier mal einen Krisendienst geben wird, dann wird das eine Sparmaßnahme und da wollen wir uns dafür einsetzen, dass hier schon kurzzeitig Therapien gemacht werden können und auch Gespräche geführt werden können, um uns zu entlasten, um es gar nicht so weit in die Krise kommen zu lassen. Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, natürlich ist Krisendienst wirklich wichtig, also dass 7 Tage die Woche, 24 Stunden jemand erreichbar ist. Das hat sich sehr bewährt in Oberbayern. Da gab es 29 oder über 29.000 Anrufe im Jahr dann. Und es muss eben auch ein aufsuchender Krisendienst sein. Das heißt, dass jemand rausfährt und nach dem Rechten sieht oder halt jemandem dann hilft, wenn man wirklich den Eindruck hat, das ist jetzt eine sehr krisenhafte Situation. Dadurch lassen sich tatsächlich sehr viele Zwangseinweisungen und auch Zwangsbehandlungen verhindern. Das Zweite, was uns wichtig ist, da kommen wir dann im zweiten Teil des Videos dann nochmal ausführlicher drauf, das ist der Rechtsanspruch auf ambulante Hilfen. Also es gibt da einen Finanzierungshickhack im Hintergrund, der auf dem Rücken der Psychiatrieerfahrenen ausgetragen wird. Und das darf nicht sein. Wir brauchen da unbedingt klare Aussagen von der Politik oder eben auch Formulierungen im psychisch Krankenhilfegesetz hier in Hessen, dass Psychiatrieerfahrene auch ambulant ungefähr die gleichen Therapien oder Therapieansätze verwirklichen können wie im stationären Bereich. Das muss nicht unbedingt immer in der gleichen ärztlichen Qualität sein, aber es muss dann gefördert werden, dass zum Beispiel sowas wie Musik oder Kunst mehr da ist. Und als drittes Thema ist eben, was ganz wichtig ist, das ist die Medikamentenreduktion. Also dass das auch wirklich forciert wird von den Kliniken und vom Gesetzgeber. Also dass es dieses Recht auf Medikamentenreduktion gibt. Also grundsätzlich gibt es das sowieso, aber das muss auch ins Gesetz rein. Und dass dann auch entsprechend aufgeklärt wird darüber und dokumentiert wird, dass aufgeklärt wurde. Also da sollen wirklich dann Leute von außerhalb in die stationären Einrichtungen hinein und regelmäßig Aufklärungsveranstaltungen abhalten. Das wäre unsere Vorstellung. Ja, ich wollte jetzt vielleicht mal Matthias fragen. Also du hast ja auch die Erfahrung gemacht, dass du da mit Zwangsbehandlungen überrumpelt wurdest dann in der Einrichtung. Wie sah das denn bei dir aus? Das sah zum einen in Form von Elektrokonvulsionstherapien. Es sah so aus, dass ich
einen Elektroschock bekommen habe und mit der Studienempfehlung Sport zu studieren. Und das ist mir bis heute nicht verständlich, weil ich käme also nie auf so eine. Also das ärztliche Attest war praktisch ein sportpsychologisches Attest. Oh, das ist für mich heute nicht nachvollziehbar, wie das zustande kam. Dann habe ich auch schon Chemotherapie durch Haldol. Da ging es um psychiatrischen Missbrauch in der WG. Da würde ich auch sagen, dass Haldol viel zu hoch angesetzt wurde. Das eigentliche Problem wurde nicht gelöst, kann ja nur in der Gesprächstherapie gelöst werden, wenn es um sexuelle Verhältnisse geht. Und dann das Dritte, was ich noch erfahren habe, ist der Grand Mal, wenn also zu viele Medikamente verabreicht werden, dass ich dann zusammenbreche, wenn Abilify und Olanzapin in Kombination verabreicht wird. Das ist also ein zerebraler Krampfanfall eintritt, der für mich lebensgefährlich sein kann, weshalb ich künstlich beatmet werden muss. Ja, hast du dich genötigt gefühlt, jetzt diese Behandlungen anzunehmen? Oder wie war das? Nee, ich sollte unterschreiben, ich wäre freiwillig da in der Klinik. Also das ist ja dann oft mehr mit diesem, weil das von daher ist es, und die Medikamente, also Haldol wird in hohen Dosen abgegeben. Fühltest du dich aufgeklärt? Also über den Elektroschock wurde ich nicht aufgeklärt. Über die Nebenwirkungen von Haldol oder von Olanzapin auch nicht. Da muss man halt selber die Beipackzettel lesen. Also dass Olanzapin unter Umständen auch epileptische Krämpfe auslösen kann, also zerebrale Krämpfe. Das erfahre ich so vom Arzt nicht. Ne? Ja. Also wir haben ja etliche Mitglieder, die sehr schlimme Erfahrungen gemacht haben und von diesen Erfahrungen jahrzehntelang traumatisiert sind. Sie haben sich bis heute nicht erholt und es ist nicht nachvollziehbar, warum so gehandelt worden ist. Und wir möchten, dass das in Zukunft unterbunden wird, auch mit Strafandrohung der Ärzte, wenn sie hier Grenzen überschreiten. Die Gesetzeslage hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Es gibt 2018 hat das Bundesverfassungsgericht hier klare Vorgaben gemacht. In dem Falle ging es um Fixierungen. Aber es gibt auch Gerichtsurteile wegen zu hoher Medikamentation. Mit Schadenersatz von fünfstelligen Summen. Also es lohnt sich zu kämpfen, aber wir wissen auch, was das an Kraft kostet. Und wir wissen auch, dass sich viele diesen Weg nicht trauen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass im Vorfeld das zur solchen Übermedikamentation erst gar nicht kommt, dass hier sehr große, scharfe Vorgaben gemacht werden müssen, was in einem Krisenfall gegeben werden darf. Und wir legen auch Wert darauf, dass die Ärzte und die Kliniken sich bei den Gerichten die Genehmigung holen, obwohl wir auch wissen, dass viele Gerichte hier leichtfertig die Zustimmung geben. Also es geht uns darum, ein Minimum an Psychopharmaka zu vergeben und im Krisenfall nicht gleich mit den scharfen Mitteln wie Haldol, sondern langsam aufdosiert und für die Übergangszeit dann ein Beruhigungsmittel. Das ist eigentlich auch so die neuere Empfehlung von einigen bekannten Ärzten. Und da haben wir dringenden Handlungsbedarf und Gesprächsbedarf mit den Kliniken, aber auch mit dem Ministerium für Gesundheit. Und da möchten wir ins Gespräch kommen. Wir sind aber auch auf eure Informationen angewiesen. Wir werden im Anschluss nach diesem Video im Rahmen der Psychiatriewoche euch die Gelegenheit geben, hier mit uns zu diskutieren. Und darüber hinaus seid ihr natürlich eingeladen, auch in der Arbeitsgruppe hier mitzuwirken. Wir haben auch vor, ein extra Seminar zu machen.